RE 4410 Hannover Hauptbahnhof Norddeich Mole um 10.52 Uhr fahren Sie diesen Personenzug von Bremen Hauptbahnhof nach Oldenburg Hauptbahnhof. Baureihe 110, 275,7 Tonnen schwer, 6 Wagen, 146,6 Meter lang auf der neuen Strecke Bremen Hauptbahnhof Oldenburg Hauptbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Speters. Wir stehen hier. Auf der neuen Strecke Oldenburg. Meine Güte. Das ist aber auch ein bisschen. So. Nee. Das war verkehrt. So. Lüfter ein. So, wir können es derweil mal. Die Zugsicherungssysteme einschalten. So. Was war das mal? So, das hätten wir soweit. Dann würde ich sagen, setzen uns wieder in unseren Sitz rein. Wir können es noch ein wenig draußen umsehen. Und wir müssen gleich noch die Zugspitzensignale einschalten. Das ist also unser Zug. So, hinten dran unsere N-Wagen. Ihr seht, wie ihr die Sitze seht, das ist das Original. Also, ja, ist wirklich sehr, sehr schön. Und hinten dran natürlich, hier steht auch RE Norddeich-Mole. Delmhorst, Hude, Oldenburg, Zwischenau. Und hinten dran natürlich unser Steuernwagen, der natürlich fahrbar ist. Ihr seht's. So, dann setze ich uns mal wieder in unser Zug hinein. Ist hier noch, was ist oben? Das lassen wir. Müssen aber noch zack, zack, zack. Florieren die Türen. So, es ist auch, haben wir auch Zugspitzensignale eingeschaltet. So, ich würde sagen, wir können losfahren. Geht's? Da war ich ein bisschen schnell gewesen. So funktioniert's. Wunderbar. Ja, können wir uns befreien. Immer langsam aufschalten, weil sonst wird's nichts. Dann würde ich sagen, wir fahren. Wunderschön. Wunderschön. Und ihr hört das typische Klackern. Das ist ja typisch für 110. Wunderschön. Wunderschön. Wachkreisanfallstaster. So. Eigentlich möglich. 40 km/h, da sind wir ja noch gar nicht. Das war wieder Nullstellungszwang, ihr kennt das.
wieso bekomme ich denn jetzt keine Leistung mehr? Ach jetzt. Schon sagen, ich hätte irgendwas kaputt gemacht. Wir dürfen 40 nicht überschreiten, da müssen wir quittieren. Befreiung möglich, sehr schön, dann dürfen wir schneller fahren, beziehungsweise noch nicht. Noch haben wir 40, hier müssen wir noch quittieren. Und sie verdrücken natürlich. Ein bisschen schneller fahren, vielleicht über 60. Erste Station übrigens Delmenhorst. Wunderschön. Wunderschön, schaut euch das an. Das ist natürlich ein bisschen zu schnell. Ich würde sagen, aus Zeitgründen werde ich das ganze Szenario an der ersten Station am nächsten Halt beenden, beziehungsweise das Video. So konntet ihr euch wenigstens einen kleinen Eindruck schon mal verschaffen und den Rest, also ein größeres Video, wo wir uns komplett mit dem ganzen Zug, mit der neuen Strecke und mit den Fahrplänen und mit dem Szenario überhaupt beschäftigen, wird es dann am Wochenende geben, wie gewohnt, auf meinem YouTube-Kanal. Nur, dass ihr jetzt mal einen kleinen Eindruck bekommt, weil ich habe leider nicht so viel Zeit, aber ich wollte euch dennoch heute am Erscheinungstag ein kleines Video bieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht wunderschön aus. Wunderschön. Wunderschön. So. 9 Kilometer noch bis zur ersten Haltestelle. Traumhaft. Wirklich sehr, sehr gelungen, muss man echt sagen. Schöner Zug, schöne Strecke. Also ich kann nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Für den einen oder anderen mag es vielleicht zu kurz sein,
Die Strecke an sich und zu hoher Preis, aber mir gefällt's. Also ich fahre den Zug auch gerne, vor allem die Lok, diese schöne alte Baureihe 110, ist wirklich ein Must-Have, ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde ihn sehr, sehr schön. Natürlich. Also am Wochenende werden wir natürlich die ganze Strecke fahren. Von Oldenburg nach Bremen und zurück. Verschiedene Zugeinsätze und auch natürlich den Steuerwagen ausprobieren, wie der funktioniert und alles sowas. Es gibt ja auch, ich habe schon ein bisschen geschmökert, es gibt auch Szenarien, wo man die Lok umsetzen muss. Das heißt, man macht zum Beispiel irgendwo einen Bahnhof Kopf und muss dann die Lok umsetzen. Oder man muss, weil man kein Steuerwagen vorhanden ist, die Lok umsetzen und. Es sind richtig schöne Szenarien dabei. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt. Freut euch drauf. Es gibt jede Menge davon. Am kommenden Wochenende auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, dieser kleine Eindruck hat euch gefallen. Vielleicht bewegt es euch da ja dazu, auch diese DLC zu kaufen. Wie gesagt, 35,99 € bei Steam und für alle anderen Konsolen. Wir sind schon leicht wenig über die Zeit, aber das ist jetzt auch egal. So, dann haben wir unsere erste Station Delmhorst auch gleich erreicht, wo ich dann, wie gesagt, das Video beenden werde. Es war jetzt nur mal, um euch zu zeigen, wie dieser Zug funktioniert. Wir können ja schon mal die Leistung wegnehmen. So, da fällt ja nämlich der Tachograph da auf 0. So, dann können wir die Bremse reinziehen, wenn wir nämlich gleich da sind. Die bremst aber, das muss man auf jeden Fall sagen, die bremst. Holla die Waldfee. Mein Gott, so viel wollte ich doch gar nicht. Leistung noch dazugeben, wenn ich gleich hier vor dem Bahnsteig stehen bleibe. Das muss ja nicht sein. Die Bremse funktioniert auf jeden Fall sehr gut, muss man sagen. Also wenn man ein bisschen höher in die Bremse geht, dann bremst er sehr gut. So, ich denke, das reicht dann auch. Also das mit der Bremse muss ich noch üben, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja auch bei mir im Zug anders. Das muss man wirklich erstmal rauskriegen. Ein Gefühl für kriegen. Ja, passt schon. So, wir entriegeln die Türen, begeben uns nach draußen. Und dann speichern wir das Ganze mal ab, würde ich sagen. Zack. Und dann würde ich sagen,
seht ihr mich dann, beziehungsweise hört ihr mich spätestens am Wochenende in einem neuen Video wieder, wenn es wieder heißt Train Sim World 3, dann ganz auf jeden Fall ganz viel mehr mit dieser neuen Lok, mit dem neuen Bahnhof, mit der neuen Strecke, mit dem Steuerwagen. Ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann spätestens am Wochenende in einem neuen Video wieder, wenn es wieder heißt Train Sim World 3, The Danish Beaters. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danish Beaters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.